Arafat, sie wissen ganz genau, wie schön es hier im Volkspark klingt. Çalhanoğlu HSV, er spielt sich schon für Turanspor und auch beim KSC. Jetzt stürmt er für den HSV und wir singen alle mit. Ich wurde angesprochen, dass ich einen Song für Diekmeyer zuerst mache. Da habe ich dann auch gleich zugestimmt. Und dann kam das mit Çalhanoğlu eigentlich nur noch hinzu. Und habe ich natürlich auch sofort eingestimmt. Vor allem, weil es für ein Charity-Projekt ist. Er spielte für den KSC und auch für Turanspor. Jetzt stürmt er für den HSV und das geht voll ins Ohr. Ja, nicht nur, dass ich als junger Mensch schon mit Uwe Seeler aufgewachsen bin, weil ich ihn am Roten Baum immer habe spielen sehen, wenn ich mit meinem Vater dann da war an der Hand und den ersten Fallrückzieher gesehen habe. Das hat es sonst nie gegeben. Und deswegen bin ich natürlich seit dieser Zeit Fan von Uwe Seeler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das umso schöner, dass Uwe Seeler mit seiner Stiftung so wahnsinnig viele tolle Sachen bereiten kann und unterstützen kann. Und das muss man einfach unterstützen. Und das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Er wollte nie nach Bayern gehen, auch nicht für sehr viel Geld. Nun kann man ihn in Hamburg sehen, der schönsten Stadt der Welt. Der HSV ist mein Verein, so wird es immer sein. Auch Hakan wird genau wie wir ein Hamburger Jung sein. Ja, also bisher ist jetzt halt alles noch Hobby. Ich mache das jetzt mit zwei Kollegen noch, Gallo und Nikos heißen die. Und bisher ist halt wie gesagt alles noch Hobby, aber wenn das endlich tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass man damit auch weitere Projekte starten kann, dann macht es auch Spaß und hätte ich auch Lust, dass es dazu wird.